Hallo, willkommen zu einer neuen Folge der Familienpolitik-Therapie. Hier werden pathologische politische Aussagen analysiert. Heute liegt unser Fokus auf der Franziska Brandner. Das ist die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag. Und die Frau Brandner hat auf Twitter etwas gesagt, was sie als diskriminierende Feministin entlarvt und als menschenrechtsfeindliche Politikerin. Und zwar hat die Frau Brandner heute auf Twitter Folgendes geschrieben: Ein Elternteil kann will Kindesunterhalt nicht zahlen. Pfeil. Oder eckige Klammer, also es ist ja noch nicht mal kompletter deutscher Satz hier. Andere Teil muss zum Amt und hat den Stress. Okay, immer noch kein Deutsch. Thomas Poreski, Charlotte Schneide-Windhartnagel und ich fordern, bitte andersrum, entlastet Alleinerziehende und Jugendämter. Etwas kryptisch formuliert, worum geht es? Die Frau Brandner verlinkt hier einen Artikel in der Badischen Zeitung. Und zwar fordert die Frau Brandner, dass Alleinerziehende den Kindesunterhalt quasi direkt vom Finanzamt bekommen sollen, wenn dies gerichtlich ausgeurteilt würde. Das heißt, das Finanzamt soll vom Einkommen des einen Elternteils sofort den Kindesunterhalt abziehen und dem anderen Elternteil überweisen. Okay, mal soweit. Jetzt gab es natürlich auf Twitter dann eine Diskussion und da hat einer geschrieben, Frau Brandner, eine Entlastung würde bereits dadurch erreicht werden, wenn die EU-Resolution 2079 von 2015 in Deutschland umgesetzt würde. Leider stemmen die Grünen sich dagegen und riskieren wieder mal eine millionenschwere Strafe der EU auf Kosten der Steuerzahler. Was meint dieser Tweet? Es geht hier um eine Resolution des Europarats. Das ist hier tatsächlich falsch. Das hat nichts mit der Europäischen Union zu tun. In dieser Resolution sagt der Europarat, er empfiehlt den Mitgliedstaaten, zu denen auch Deutschland gehört, dass sie das Wechselmodell einführen, beziehungsweise die paritätische Doppelresidenz. Das heißt, den Automatismus, dass Kinder nach der Trennung der Eltern automatisch von beiden Eltern gleichberechtigt 50-50, also paritätisch, erzogen werden sollen. Und die Frau Brandner antwortet daraufhin, sorry, geht da nicht um EU, da hat sie recht, sondern Europarat ist nicht verbindlich. Außerdem sind wir nicht in der Regierung. Und hier offenbart sich, dass die Frau Brandner eine menschenrechtsfeindliche Einstellung hat, denn der Europarat macht seine Empfehlungen auf Basis der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und die Frau Brandner sieht diese als nicht verbindlich an. Also zumindest das, was der Europarat empfiehlt, ist nicht verbindlich. Da hat sie recht. Aber braucht sie als Politikerin jemand, der ihr auf die Finger haut und sagt, du solltest dich an die Europäische Menschenrechtskonvention halten? Das sieht doch schon sehr verdächtig aus. Und dann schreibt sie noch, außerdem sind wir nicht in der Regierung. Stimmt, die Grünen sind nicht in der Regierung. Aber heißt es, die Europäische Menschenrechtskonvention gilt nur für die Parteien, die in der Regierung sind? Ihr kennt die Antwort natürlich nicht. Die Europäische Menschenrechtskonvention wurde von Deutschland ratifiziert und gilt auch für Parteimitglieder, die in der Opposition stehen. Nun, die Frau Brandner ist ja selbst Alleinerziehende, macht hier also Politik in eigener Sache. Und da wird die Sache jetzt fishy. Das heißt, sie will, dass das Finanzamt Alleinerziehenden den Unterhalt sofort überweist. Und gleichzeitig hat die Frau Brandner aber hier ein Problem, die Europäische Menschenrechtskonvention anzuerkennen und das vom Europarat, was der empfiehlt, nämlich dass Kinder gleichberechtigt von getrennten Eltern erzogen werden sollen, das anzunehmen und als eine gute Sache voranzubringen bei den Grünen.
Hier entpuppt sich die Frau Brandner als jemand, der hier an sich denkt und in keinster Weise die Menschenrechtskonvention für wichtig erachtet. Der Sinn der Erziehung ist doch auch, dass Kinder im Sinne der Menschenrechtskonvention erzogen werden. Also auch die Gleichberechtigung, die ja drinsteht in der Europäischen Menschenrechtskonvention, das Diskriminierungsverbot auch erleben können. Ich weiß nicht, wie die Frau Brandner mit ihrem Kind umging. Nur mit der Aussage hier im Tweet hat die Frau Brandner natürlich schon mal klar gemacht, dass ihr die Menschenrechtskonvention, was dann die Erziehung nach Trennung der Eltern angeht, völlig Schnuppe ist und ihr die Gleichberechtigung der Eltern und auch die Erziehung der Kinder im Sinne der Menschenrechtskonvention, also im Sinne der Gleichberechtigung, ebenso Schnuppe ist und sie sich daran nur halten will, wenn irgendein Organ dann sagt, das ist jetzt aber wirklich verbindlich, Frau Brandner. Dieses zusammengenommen ergibt doch den Verdacht, dass sie Frau Brandner hier ein Ego-Problem hat und vielleicht narzisstisch nur an sich denkt, nicht an ihr eigenes Kind, nicht an andere Kinder, die sehr gerne mehr Zeit mit ihrem Vater verbringen würden. Sie denkt wohl auch nicht an Väter, die gerne ihr Kind gleichberechtigt zur Mutter erziehen wollen. Die Frau Brandner steckt hier wohl offensichtlich in einem in einem Rollenmodell fest, das so gar nicht zu den progressiven Grünen passt und verschleiert hier wohl ihr konservatives Verständnis, dass Kinder zur Mutter gehören und Mütter die besseren Erzieher seien. Für mich unverständlich, wieso sie hier sowas äußert. Dahinter könnte auch stehen, dass sie selber sich vielleicht schuldig fühlt, unterbewusst und ihrer Tochter den Vater mehr oder weniger genommen hat und das Verhältnis der Tochter zum Vater aufs Spiel gesetzt hat, ihrer eigenen politischen Karriere wegen, damit sie in Berlin als Sprecherin der Grünen für die parlamentarische Fraktion da Karriere machen kann und sie sich jetzt dem Opferstatus von Alleinerziehenden anschließt, um ihre eigenen Schuldgefühle damit wegzuwischen und sich jetzt für die ach so benachteiligten Alleinerziehenden einsetzt, die, wie es vermutlich Frau Brandner auch getan hat, wenn man sich nochmal ihren Tweet vergegenwärtigt, vielleicht das Kind nur aus Eigeninteresse bei sich behalten, um eben auch die Zahlung zu bekommen und dann einen Partner, der gleichberechtigt erziehen will, in der Form niedermachen, dass sie ihn beschuldigen, er will ja keinen Kindesunterhalt zahlen und will nur deshalb das Kind. Das wäre unterste Schublade, dass sie Frau Brandner sowas macht, lässt ihr Tweet vermuten und da würde ich ihr doch eine Therapie empfehlen. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr über weitere Videos informiert werden wollt, dann abonniert bitte den Freifam-Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr über alle neuen Videos benachrichtigt werdet. Und falls ihr selber Informationen habt für Freifam, einen Fall, über den wir berichten könnten, oder Politiker, die wir analysieren sollen, familientherapeutisch, dann schreibt an info@freifam.de. Wir nehmen das gerne auf und berichten darüber. Und ihr könnt unsere Sache auch unterstützen, nämlich die Freiheit der Familien. Wir setzen uns ein für die Rechte der Kinder. Den Link zum Spendeninformationen findet ihr jetzt im Abspann. Danke nochmal fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.